Hallo meine Lieben, da bin ich dann doch nochmal, weil, naja, ich habe gerade mal wieder ein bisschen Leerlauf und ihr kennt mich doch, ich kann es doch eh nicht lassen. So wichtig kann das andere, was ich zu tun habe, gar nicht sein und packen kann ich eh noch nicht, weil teilweise die Wäsche noch ein bisschen feucht ist und nun ja. Also kann ich hier auch was Sinnvolles tun und zwar mich auf die Suche nach den Puppen, Armen und Händen. Hände doch eigentlich nur, oder? Den Puppenoberteilen zu machen. Erstmal wollte ich jetzt mal eben gucken. Genau, Typ 7 ausrüsten. Oh, ich finde das ein bisschen laut. Ich mache das mal ein bisschen leiser. So. Ihr merkt den Unterschied hinterher wahrscheinlich eh nicht, aber ich merke ihn. Hier war ich ja schon. Oh, aber das heilige Wasser hatte ich nicht gefunden. Hier habe ich einen Geist fotografiert. Aber hier ist sonst nichts. Mensch, die müssen doch irgendwo sein. Oh Gott. Es vibriert wie Hulle und dieser Herzschlag. Ja, da ist sie wieder. Asami. Auf dem Boden, direkt wo das Mädchen stand, liegt so etwas wie ein menschlicher Arm. Puppenarm. Cool. Puppennotiz. Letzte Nacht, ich hörte die Schritte. Ich dachte, es sei Akana? Was heißt sie jetzt noch Akane? Egal. Aber es war Sami. Sie lief allein umher. Akane kann so viel an ihre Schw hat so viel an ihre Schwester gedacht. Ein Geist muss in die Puppe gefahren sein. Man sagt, wenn ein Geist in eine Puppe fährt, kann er andere Seelen stehlen. Akane ist keine Person mehr. Sie ist wie eine Puppe. Unter der Kontrolle von Asami wiederholt sie immer wieder die Worte, ich will nicht töten. Sie sieht so sehr wie meine Tochter aus. Asami muss wieder sterben. Gruselig. Gut, dass ich nochmal hochgekommen bin. Ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass dieses Areal hier so groß ist, aber hier ist noch was. Oder jemand? Wo wird's denn hier am blauesten? Da. Hier, da muss doch irgendwo irgendwas. Frau an Ecke. Haha. Ist egal, bringt alles Punkt. Wir gehen jetzt wieder hier raus und machen uns auf die Suche nach dem anderen Arm. Ich habe nur keine Ahnung, wo der ist. Aber wir haben ja auch noch ein Video. Wo ist denn der Projektorraum? Wir können uns ja nochmal ein Video angucken. Da ist der. Wie kommen wir denn da am besten hin? Indem wir durch die... Es bringt alles nichts, alles total weit weg. Können wir auch hinten rumgehen. Ja, mein Orientierungssinn ist immer noch nicht besser. Außerdem habe ich ein bisschen Kopfschmerzen und bin jetzt doch ein bisschen nervös wegen morgen. Ihr kennt das bestimmt. Man kann noch so sehr alles gepackt haben und fünfmal kontrolliert haben. Man hat immer das Gefühl, man hat was vergessen. Und ich meine, wir fliegen nach Dubai. Das ist jetzt nicht gerade um die Ecke, wo man alles kriegt und alles das kriegt, was man haben will und so. Ich meine, kriegt man wahrscheinlich schon, wenn man das nötige Kleingeld hat, aber ihr wisst, was ich meine. So. Hier muss ich lang und dann glaube ich da rein, oder? Da bin ich ja schon. Okay. Die vierte hatten wir noch nicht, ne?
Oder hatten wir die doch? Die kommt mir jetzt aber bekannt vor. Vielleicht war es ja die erste, die wir noch nicht gesehen haben. Die hatten wir aber auch schon, oder? Oder hatten wir die nicht? Doch, die hatten wir, oder? Aber ist voll abartig irgendwie alles. Was für kranke Leute denken sich solche Spiele aus? Okay, wo können wir denn jetzt noch hingehen? Wo waren wir denn noch nicht? Da kommen wir nicht raus. Lagerraum, Schiebetürraum. Wir gehen da jetzt einfach mal raus. Kristallradio müssen wir uns auch noch wieder anhören. Oh, hier sind wir richtig. Asami-chan ist hier. Ich kann sie fühlen. Aber erstmal muss ich sie finden. Puppenarm links und Violettbuch. Du brauchst keinen Ersatz für mich. Ich bin jetzt ein Teil von Akane. Eins mit ihr. Töte sie. Töte die dumme Puppe. Wow. Ich habe jetzt aber nicht verstanden, wer von den beiden jetzt die Puppe ist und wer gestorben ist und warum muss Asami nochmal sterben und ich raff's nicht. Das ist total verwirrend. Das ist noch viel verwirrender als die Geschichte im ersten Teil. Und wir haben. Wo ist der Puppenraum? Da. Okay, wir müssen nochmal durch den Projektorraum. Das ist von Mio-chan links. Ja. Wir haben Sai und Yae, wir haben Mio und Mayu, wir haben Akane und Asami und es sind einfach viel zu viele Leute. Und Izuki und Mutsuki und furchtbar. Also, nee. Und die Story im dritten Teil, den ich zu einem Drittel gespielt habe, habe ich noch weniger verstanden. Ja, das werdet ihr dann demnächst sehen. Weil den meine ich natürlich auch noch. So, wir verbinden Kopf und Arme und so mit der Puppe. Und jetzt, du fügst die Puppen zusammen, aber nicht. Ja, wie nicht? Die Notizenstand hätte funktionieren müssen, aber. Hört ihr diese Geräusche? Du fügst die Puppe zusammen, aber nichts passiert. Es hätte doch funktionieren müssen. Fehlt noch etwas anderes? Wenn du nur einen Bauplan oder sowas hättest. Gehen wir nochmal da drüben. Weil woanders kann ich mir nicht denken, dass da ein Bauplan ist. Aber Moment, hier gibt es ja gar keinen drüben. Wo kann denn dieser Bauplan sein? Ich habe doch auch nichts dergleichen, oder? Aber sie hat ja auch gesagt, dass wir keinen haben. Ich muss jetzt eben nochmal nachschlagen, bin ich jetzt ehrlich, weil ich keine Lust habe, hier jetzt ewig rumzulaufen, diesen dummen Bauplan zu suchen. Ja.
Okay, wir müssen in den Siegelraum, da bekommen wir den. Wo ist denn der Siegelraum? Zwillingsraum. Schöner Tatami-Raum. Siegelraum. Ach, da unten. Oh, und den ganzen Weg wieder zurück. Naja, ich bin ja mittlerweile an die Rennerei gewöhnt. Ach, 10 Minuten auch erst. Ja, da kann man noch ein bisschen laufen. Speichern? Nein, wir spielen auf Easy, da kann eh nicht viel schief gehen. Nee. Hier rein? War jetzt bestimmt falsch, oder? Nee, das sieht sogar richtig aus. Oder bin ich doch falsch? Nein, aber ich muss in die andere Richtung. Hier lang. Okay, was ist davon jetzt der Siegelraum? Der Raum. Ich dachte, das ist der Puppenraum. Puppenmacherraum oder so. Hier ist ein Geist. Aber wo? Ih, da hängen Haare. Ah, der Brandfleck. Etwas erscheint auf dem Foto. Zwei zugewandte Zwillinge. Baupläne. In der Asche ist ein Buch aufgetaucht. Öffne die Puppenaugen und gib den Schreinzwillingen eine Seele. Wenn die Schreinzwillinge sich gegenseitig ansehen, öffnet sich die unterirdische Brücke. Ich habe für den Mechanismus der Schreinzwillinge eine westliche Uhr mit einem Aufziehwerk verwendet. Also, rechte Puppe auf 3 Uhr, linke Puppe auf 9 Uhr. Sehen die. Ja, bla bla, das ist eine Anleitung. Rechte Puppe guckt nach rechts und, na, aber die müssen sich doch angucken. Verkohlte Notiz. Damit der Mechanismus läuft, braucht man die Seele der Puppe. Die anderen Teile kann man nachbauen, aber niemals die Seele. Diese höllische Kreatur darf die Seele nicht in die Finger bekommen. Die Seele ist der Schlüssel. Ich muss sie gut behüten. Oh Gott. Hat die mich jetzt erschreckt? Ich gehe jetzt. Kann mich nicht bewegen. Aber ich gehe da jetzt noch mal rein. Da hat doch jemand mit mir gesprochen. Vielleicht müssen wir auch diese Puppe da untersuchen. Nee. Wir können die nicht untersuchen. Dann nicht. Ich dachte, hier kommt jetzt voll der Obermotz oder so. Ja, dann gehen wir zurück ins Puppenzimmer. Immer diese Rennerei. Aber vielleicht schaffe ich es doch ohne Karte dahin zu kommen.
Wir haben die Zwillinge lange nicht mehr gesehen. Also im Sinne von, dass sie uns angreifen. Vielleicht aber auch, weil das easy ist. Vielleicht gibt es weniger Random Ghosts, wenn man auf easy spielt. Puppenzimmer war hier, oder? Der Raum ist total unheimlich. Die Puppen sind total unheimlich. Ach so, hier sind die Knöpfe. Hä? Auf dem Kasten hinter der Puppe sind zwei Knöpfe mit Familienwappengravuren. Du drückst sie, aber nichts passiert. Ja, aber warum nicht? Ich hab doch die Baupläne. Ach. Halt, Moment! Richte Puppe auf 3 Uhr? Nee, doch nicht. Mein Fehler. Ich raff's nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ja, hier sind ganz viele japanische Puppen. Staubige Puppen. Das ist doch scheiße. Vielleicht müssen wir jetzt nach oben gehen. Weil, keine Ahnung, da eine Uhr stand. Wo stand die wirklich oben? Stand die nicht hier im Familienaltar? Wir mussten doch eh was am Altar machen. Ach, ich bin so doof. Ja, dann gehen wir auf den ganzen Weg wieder zurück. Irgendwann ist die total abgemagert, wenn die hier rauskommt, weil ich die hier die ganze Zeit ohne Essen durch die Gegend scheuche. Tut mir leid, Miu-chan. Tut mir auch leid, also ich entschuldige mich hiermit auch bei euch, weil ihr euch auch die ganze Zeit angucken müsst, wie ich hier sinnlos durch die Gegend laufe, um möglichst wenig in die Komplettlösung zu gucken und hier unglaublich viel Zeit zu schinden, haha. Da können wir immer noch nichts mitmachen. Hier war doch irgendwo eine Uhr, oder? Wo war die denn? Jetzt sagt nicht, die war gar nicht im Familienaltar, aber wo war die denn dann? Hier war doch irgendwo eine Uhr. War die im Zwillingszimmer? Bisschen schneller, bitte. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich mache hier mal eben Cut und dann geht's gleich weiter.